Yo, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar geht es um einen weiteren Song aus Data Love, seinem Album. Der Song heißt One Shot, okay? Und da gab es ein Lied in YouTube. Das wurde hochgeladen. Hatte erst 2 Aufrufe, okay? Das müsst ihr euch mal geben, 2 Aufrufe. Data Love One Shot Official Audio Leak, okay? Jetzt, die meisten haben ja gemeint, okay, das wird so nicht kommen, dies, das, Ananas. Aber jetzt pass auf, Freunde, das Video wurde gesperrt. Ich kann es euch hier einblenden, den Screenshot, den ich habe. Dieses Video umfasst Inhalte von bla 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 bla, dieser Partner hat das Video aus urheberrechtlichen Gründen gesperrt. Was heißt das? Das Lied wird auf jeden Fall so kommen, wenn die Lieder, die geleakt worden sind und die dem Originallied wirklich entsprechen, werden natürlich gesperrt. Und da das Video gesperrt wird, könnt ihr damit rechnen, dass das Lied auch so kommen wird. Ich habe jetzt keinen Teaser mehr davon. Eventuell kann ich was einblenden. Ich habe es halt nicht mehr. Was soll ich machen? Das Ganze wurde gesperrt. Ja. Also, da wisst ihr auf jeden Fall eine weitere Information. One Shot wird auf jeden Fall so kommen. Dann gibt's noch Icy und diese Rex. Ich denke, die werden auch so kommen. Ja, zu den weiteren Sachen kann ich eigentlich noch nichts sagen. Wie gesagt, schreibt mal eure Meinung zu Data Love in die Kommentare. Einige seiner Songs wurden ja geleakt von seinem Album. Ich denke, höchstwahrscheinlich wurde sein ganzes Album geleakt, aber ja, ich habe halt noch nicht alle Songs gesehen oder so. Wie gesagt, sobald Songs geleakt werden, sind die auch immer ein bisschen stärker dahinterher, das Urheberrecht da und alle Videos zu sperren. Ich habe eine Reaction zu Diamonds gemacht, okay, ich konnte die nicht mehr hochladen, da das Lied davor auch schon geleakt wurde, okay. Und keine Ahnung, jeder kann eine Reaction dazu machen, bei mir funktioniert es nicht. Es wird jedes Mal gesperrt, ich habe es 30 Mal neu geschnitten, ich habe keinen Bock mehr. Ja, wie gesagt, so Reactions werde ich auf jeden Fall weniger machen, weil habe ich keinen Bock mehr drauf, die 20 Mal neu zu schneiden. Ist scheiße, was soll man machen? Wie gesagt, bei anderen klappt es, bei mir irgendwie nicht, ich weiß auch nicht. Ja, Data Love, seid gespannt, sein Album wird auf jeden Fall trotzdem kommen und streamt den ganzen Hasen dann einfach auf Spotify, unterstützt die auf jeden Fall. Einige Songs hören sich auf jeden Fall gut an, da könnt ihr euch drauf freuen, wird schon ballern und ja, seid gespannt, Freunde. Und wie gesagt, folgt mir auf Instagram, der Name ist irgendwo verlinkt und dann sehen wir uns im nächsten Video, peace.